Heute geht es um Darth Mauls Ausbildung unter dem Sith Lord Darth Sidious und wie er mit Hilfe von dem Kopfgeldjäger Cad Bane eine Jedi ausfindig machte und tötete. Maul war ein männlicher Zabrak und Sohn Mutter Talsins, die Clanmutter der Nachtschwestern, die auf Dathomir lebten. Er hatte zwei weitere Geschwister, die ebenfalls Nachtbrüder waren. Feral und Savage Opress. Seine Tattoos hatte der junge Maul vor seinem ersten Geburtstag von Mutter Talsin erhalten, während sein Bruder Savage ebenfalls welche bekam. Diesem Ritual wurden alle Nachtbrüder unterzogen. Bald darauf lernte Mutter Talsin Darth Sidious kennen, mit dem sie sich verbündete, da er ihr versprach, sie als Sith auszubilden. Jedoch sah er mehr Potenzial in dem noch jungen Maul, so dass er ihn statt sie trotz seines Versprechens mitnahm und Maul sein Schüler wurde. Er nahm das Training direkt auf, das Jahre in Anspruch nahm, in denen er zu einem brutalen, akrobatischen Sith ausgebildet wurde und lernte mit einem Doppellichtschwert umzugehen. Ein Erlebnis während seiner Ausbildung prägte er sich aber besonders ein. Denn eines Tages brachte ihn Sidious zum Planeten Malachor, um Zeuge eines der Schauplätze während der Kriege zwischen den Sith und den Jedi zu werden. Hier zwang er Maul dazu, die Asche der verstorbenen Sith-Krieger einzuatmen, was Vision bei Maul auslöste. Er konnte den Kampf beobachten und er spürte jeden Hieb eines Jedis, der einen Sith zu Fall brachte. Den ganzen Tod, die ganze Wut, der ganze Hass. Dieses Erlebnis war der Auslöser für seinen unglaublichen Hass gegenüber den Jedi und er schwor Rache zu nehmen für die ganzen gefallenen Sith. Doch Jahre später wurde Darth Maul langsam ungeduldig. Er wollte endlich seine Jagd auf Jedis aufnehmen. Aber Sidious sah den Zeitpunkt noch nicht gekommen und so hielt er weiterhin seine Existenz geheim. So jagte der lebhafte Maul in seiner Freizeit Kreaturen wie Ratare auf Twon Kiti oder beobachtete Jedi heimlich, so wie er es auf Coruscant tat. Die Ratare, die er jagte, beneidete Maul um ihre Freiheiten, ihre Brutalität, Bösartigkeit und Unbarmherzigkeit ausleben zu können, ohne einen Meister über ihn, der ihnen Vorschriften machte. Um Mauls Durst nach Blut zu stillen, sandte Sidious ihn zum Kellux-System aus, um der Handelsföderation während eines Konfliktes mit den Piraten zu helfen. Ohne jegliche Probleme schaltete er sie dann auch aus. Einer, der um sein Leben flehte und Maul für einen Jedi hielt, bot ihm Informationen an, wenn er ihn dafür am Leben lassen würde. So fand Sidious Schüler heraus, dass auf dem Planeten Seth Scraxus das Scraxus-Kartell einen Jedi gefangen genommen hatte und bei einer Auktion versteigern wollte. Maul brach sofort auf, um endlich seinen ersten Jedi das Leben zu nehmen. Aber nicht allein, denn er heuerte noch vier weitere Kopfgeldjäger an. Vordalor, Trawtril Tech, Aura Sing und Cad Bane, die ihm helfen sollten, den Jedi zu fassen. Diese retteten ihm sogar das Leben, nachdem der unerfahrene Maul während eines Kampfes auf Nar Shaddaa kurz erblindete durch die Angreifer, die Maul für ein Jedi hielten und ihn so provozierten, sodass Maul sich nicht zügeln konnte. Sie folgten aber weiterhin ihrer Spur auf Nar Shaddaa, die ihnen den Standort der Auktion verraten sollte. Danach kamen sie in den Besitz einer Einladung zu der Auktion und brachen auf. Auf der Raumstation angekommen, auf der die Auktion stattfinden sollte, suchte er ohne viel Aufmerksamkeit zu erregen nach dem Jedi, da sein Meister nicht von seinem Vorhaben erfahren durfte. Kurze Zeit später wurde der wütende Zabrak fündig, ein weiblicher Padawan, eine Twi'lek. Doch wurden sie von kriminellen Organisationen unter Beschuss genommen, sodass Maul bei seiner Flucht auf Draskels Mond abstürzte. Den Absturz überlebten sie, doch das Kartell schickte Söldner, um den Padawan tot zurückzubringen. Maul im Wege stehend hatte zu seinem Bedauern keine andere Möglichkeit, als sich tatsächlich mit der verhassten Jedi zusammenzutun, als sie umzingelt worden waren. Er gab ihr sogar ihr Lichtschwert zurück, woraufhin sie problemlos die Angreifer ausschalten konnten. Als sie es nun geschafft hatten, war der Zeitpunkt gekommen. Endlich! Ein sehr schneller Kampf brachte aus. Darth Maul hatte vorerst die Oberhand, kann mehrere Tritte landen. Doch plötzlich setzt sie die Macht ein, schleudert Felsen und Steine auf ihn. Er blockiert sie ab. Sie aber überrascht ihn und schneidet mit ihrem Lichtschwert eine oberflächige Wunde an seine Brust. Mauls Hass wuchs, er reißt sich das Gewand vom Leib und greift sie frontal an. Ich habe sie falsch eingeschätzt. Ich habe ihren Geist unterschätzt. Der Förderwahn fordert meine Aufmerksamkeit, wenn nicht meinen Respekt. Eine Unaufmerksamkeit. Ein Fehltritt und sie wird mich niederschlagen. Sie verteidigt, ja, aber ich kann es in ihren Augen sehen. Eldra Kaitas wartet auf den perfekten Moment, um zuzuschlagen.
Hier scheint sie wohl mehr ein Sith zu sein, als ich es erwartet hätte. Die Twi'lek sagt zu Maul, sie lässt nicht zu, dass er sie abschlachtet. Und selbst wenn, sie ist nicht die Jedi-Ritterin, die er töten will. Sie ist nur eine Schülerin, ein Padawan. Ich kann nicht anders, als von den Möglichkeiten abgelenkt zu werden. Sie könnte der dunklen Seite verfallen. Ihren Willen zum Überleben kann ich aber nicht umgehen. Wenn sie überlebt, wird mein Meister von meinem Verrat erfahren. Und doch, sogar mit der Gewissheit meiner Handlungen vor mir, ich kann mich nicht konzentrieren. Ein anderer Gedanke liegt vor. Werden alle Jedi, die ich töten werde, die Padawane und die Ritter, mir mit solch einer würdigen Herausforderung gegenübertreten? Sie wirft ihr Lichtschwert und trifft über Maul den Fels, der dann auf ihn fällt. Mit einer unglaublichen Geschwindigkeit springt der junge Sith auf sie los und überrascht sie. So tötete Maul seinen ersten Jedi, den ersten von vielen, die folgen werden. So sagte er es sich selbst. Ihr Licht ist erloschen. Darth Maul kehrte zum Raumschiff zurück, auf der die Auktion stattgefunden hatte. Er tötete die Kartellanführerin. Auf Coruscant zurückgekehrt, trifft er seinen Meister Darth Sidious. Als er ihn fragt, ob er denn nun seinen Durst nach Rache gestillt hätte, verneinte Maul. Sidious zeigte sich daraufhin sehr erfreut. Darth Mauls Rachebedürfnisse wurden nicht gestillt. Im Gegenteil, er hatte noch ein größeres Verlangen, seine innere Leere zu füllen. Und das konnte er nur machen, indem er Jedi tötete. Eldra Caetus war die Erste. Jetzt muss ich nur noch warten. So, das war's dann auch mit dem Video. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat. Es hat mich einiges abverlangt, wieder auf Maul zu klingen. Oder zumindest hoffe ich, dass ich so geklungen habe. Falls ihr jetzt noch Interesse habt, könnt ihr ein anderes Video von uns sehen, bei dem es darum geht, warum Savage Opress stärker geworden wäre als Darth Maul. Oder ihr schaut euch unser aktuellstes Battlefront 2 Tipps und Tricks Video an, bei dem ihr die Gelegenheit habt, für die PlayStation 4 oder die Xbox One Battlefront 2 zu gewinnen. Also entscheidet weise. Eure 212.